Diesmal gibt es keine Schande, weil wir haben Bacon. Wir haben Bacon dabei. Ja, willkommen bei Bam mit der Cam. Wieder mit Tom dabei. Hi. Hi. Wir wollen wieder grillen, wir wollen Dutchen heute. Ich habe jetzt auch einen Dutch bekommen, Tom war schon länger ein. Das ist unser Grillmeister. Ja, aber gleich zur Info, das wollen wir nochmal loswerden jetzt. Wir wollen jetzt hier öfters grillen, uns verschiedene Grilltechniken aneignen. Wir wollen verschiedene Sachen bauen zum Grillen. Wir wollen Dutchen, wir wollen einfach Fressen machen. Und da wollen wir ein eigenes Format für machen. Das werden wir jetzt auch bei Bam mit der Cam rausnehmen und werden dann ein eigenes Format für machen. Das nennen wir dann Foodfellas. Foodfellas. Genau. Also, stellt euch drauf ein. Da kommt einiges. Genau, wir werden versuchen, ja, angepeilt ist so einmal pro Woche ein Video. Ne? Ja. Erstmal mal gucken, wie es klappt. Wir sind ja auch, ich bin berufstätig, er ist ja Student. Mehr Zeit. Aber ich denke mal, am Wochenende werden wir immer ein Video hinkriegen. Und dann wird das so ein bisschen eine Kontinuität da reinkommen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und dann abfahrt, Alter. Genau. Vielleicht wird auch ein eigener Kanal draus. Ja, gucken, ja, wie das wächst, wenn da großes Interesse besteht. Genau. Dann nehmen wir das hier von der Zocker mal aus dem Gaming komplett raus und machen dann einen eigenen Kanal für. Aber ganz langsam, das muss wachsen, in Ruhe. Nee. Die Leute müssen kommen, ja, ihr müsst kommen. Genau. Naja, und naja, was machen wir heute? Wir wollen Dutchen. So. Genau. Tom macht die Hauptspeise mit. Genau, ich mache heute ein ganz klassisches Schichtfleisch, ohne viel Zip und Zap. Nichts scharf, nichts, ja, keinen großen Extras dran. Ganz normal. Und Benny macht heute eine kleine Beilage dazu. Ja? Kleine hier, ein paar Kartoffeln, ein paar Zwiebeln, alles rein, wird ein Kartoffelgratin. Mal gucken. Genau. Mein erstes Dutch-Rezept, was ich heute mache. Ja. So, ja, Erklärungen folgen. Viel Spaß. Viel Spaß dabei. So, und zwar haben wir hier einen 12er Dutch Oven. Da drin machen wir Schichtfleisch. Das heißt, ich habe erstmal eine Schicht unten komplett mit Bacon ausgelegt. Das ist so quasi so ein Schutzschild für die Hitze, für das Fleisch. Dann habe ich den Dutch Oven ein bisschen schräg nach oben gestellt. Das seht ihr dann. Habe mit einer Scheibe Nackenfleisch, nehmen wir dafür, Schweinenacken, weil das einen sehr hohen Fettanteil hat und kann uns eigentlich gar nicht, kann uns nicht trocken werden. Ja, also ist fast unmöglich. Wenn ihr das mit magerem Fleisch macht über die Zeit, dann wird es sehr schnell trocken und eigentlich, ja, ungenießbar, sage ich mal. Also zäh wie Hulle. Dann habe ich angefangen, ein Stück Fleisch, dann immer eine Schicht Zwiebeln drauf, Paprika drauf, wieder Fleisch und so immer weiter geschichtet bis zum anderen Ende vom Topf. Und das werden wir jetzt bei ungefähr 180, 190, 200 Grad für 3 Stunden darin köcheln lassen. Wir machen unter diesem Topf, wie gesagt, einen 12er. Weil für die Temperatur brauchen wir ungefähr 21 Kohlen. Lege 7 drunter, 14 oben drauf. Oben braucht es immer, quasi ist so eine Faustregel, immer das Doppelte von den Kohlen von unten. Ja? Und dann, wie gesagt, lassen wir es jetzt 3 Stunden hier schön köcheln. Und dann wird geschlemmt. Schauen wir jetzt 6. Also komm. So, die verteilen wir jetzt ein bisschen. Und einfach draufstellen, Ding. Und den Rest einfach oben auf den Deckel. Müssen wir mal gucken. Also in der Regel halten die so 2 Stunden, 2,5. Aber ich denke mal, weil es hier zieht wie Hulle, werden die mir sehr schnell wegglühen. Dann werde ich wohl auf jeden Fall einmal nachlegen müssen. Ja. Gut. Ja, jetzt bin ich dran mit meinem Part. Ich mache jetzt die Beilage, das Kartoffelgratin. Ich habe jetzt schon mal alles hier vorbereitet, was ich jetzt hier erstmal brauche. Das heißt Kartoffel schälen, in Scheiben, rein. Hier auch schälen, Scheiben oder was möchte, kleine Stücke rein. Dann habe ich schon die Soße vorbereitet, die kommt auch rein. Und dann werden wir mal ordentlich Feuer geben drunter, so 200 Grad. Und dann geht das los. Dann lassen wir das köcheln, bis die weich sind. Und dann ganz zum Schluss wird gratiniert. Das heißt, wir machen den Käse drauf, Deckel drauf, Oberhitze noch. Und dann, wenn das dann fertig ist, schön braun, wie wir es haben möchten, goldbraun, dann ist es fertig und es schmeckt. So, jetzt werden nochmal schön ein paar Zwiebeln getötet. Wir schneiden die jetzt. Veganer unter uns. Veganer, ja.
Nee, also wir können das ja lustig sehen. Wir können das in Scheiben machen, wir können das so kleine Stückeln, Liebescheiben, Ringe. Aber wir haben schon extreme Ringe da im Schichtfleisch. Ja. Also vielleicht wäre es geil, wenn wir das. Aber von mir auch. Leider fallen ja eh, ist scheißegal. Ja, ach, pass auf. Wir machen Stücke einfach mal. Ja, machen wir Stücke. Ja. Ich hab da so einen kleinen Trick. Ja, sag mal. Zeig ich gleich. Ja. Erstmal lasse ich dich kompliziert machen und dann zeige ich dir den Trick. Okay. So, pass auf. Du schneidest nur bis kurz vorher. Oh ja, da kenne ich auch den Trick. Aha. Warum machst du nicht? Schneid's andere Seite auch nochmal. Ja. Sehr schön. Schneid's einfach hier. Und das schmeißt mal so weg. Das war nix. Mal runter. Vielleicht konnten wir euch ja noch was beibringen. Ich meine, ab der Hälfte wird es eh scheiße hier, weil dann immer wieder die Zwiebel wegrutscht, die einzelnen Schalen. Mhm. Aber so kriegt man es doch relativ gut hin hier. Und den Rest musst du sowieso hacken. Ordentlich Zwiebeln, Zwiebeln gehen immer. So. Was daneben geht, ist nicht drauf. So. Tom, was holst du? Bacon! Bevor wir den Bacon jetzt noch draufklatschen, werde ich erstmal die Soße reinmachen. Noch irgendwie so ein Löffel. Ja, so ein kleines Netzchen und dann drüber legen. Ja. Mach ich das. Warte mal. Ach, hier machst du das Netz erstmal, ja? Ja. Ich hol noch mal einen Tücken Wasser und dann. Ja, ein bisschen weniger. Da war noch ein bisschen Wasser noch mal nachkippen. Doch zu dick. Ja, und wir haben ja ein bisschen mehr gemacht, als ihr wollt jetzt. Bacon! Zack. Einmal Bacon. Fett. So, auf. So, circa anderthalb Stunden ist das Fleisch jetzt schon im Dutch Oven. Wir wollen jetzt mal gucken, was es macht. Ihr seht ja, die Kohlen sind schon, naja, die sind schon ziemlich am Ende. Da werden wir gleich nochmal einen neuen Kamin zünden. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, ob schon blubbert. Oh ja. Yeah. Oh. Guckt euch an, was sich da für Flüssigkeit gebildet hat. Schlägt gleich. Ja. Auf einem sehr guten Weg. Ich denke mal noch mal anderthalb Stunden und dann sind wir, wenn überhaupt, sind wir durch. Aber wir zünden jetzt noch mal einen Kohlkamin. Bis der durch ist, sind die anderen Kohlen auch verglüht. Wenn ihr das mal macht zu Hause, sucht euch einen windgeschützten Ort, dann halten die Kohlen viel länger. Wir haben es hier natürlich voll im Zug stehen. Ruckzuck sind die Kohlen weg. Ciao. Double da! Machen wir mal einen kleinen Zwischenstand, mal eine kleine Überprüfung hier. Oh, Junge! Hammer. Juhu! Ein bisschen Käse. Toms, Hauptgericht ist quasi fertig. Denke ich, ja. Doch. Ja, es ist fertig. So, jetzt geht's los. Den Topf von mir runter. Käse drauf. Oberhitze. Genau, Kohlen drauf auf seinen Topf. Von meinen. Ja, meinen stelle ich dann drauf, damit er noch ein bisschen warm bleibt unten drunter. Und dann sind wir bald so weit, dass wir essen können. Oh, ich krieg beschlagen, ey. Die ganze Packung. Ja, alles rein. Gut. Das sieht gut aus. Deckel drauf. Deckel wieder drauf. Und Kohlen drauf da. Und Kohlen. Oberhitze. Volle Pulle. Double da. So, schauen wir mal. Hier los ist. Da blubbert und brodelt weiter. Jawohl, den nehmen wir jetzt runter. Ich schluss aus und es riecht verdammt geil. Und es ist leicht klang. Das ist okay, lass mal so. Ja, reicht hin. Muss ja nicht schwarz werden. Ja, guck mal, da ist ein bisschen braun. Alles uns reicht das jetzt cool hin. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Ein Stück mit Kartoffeln noch. Na,
Oh, es fällt auseinander. Oh. Das ist geil. Und sehr gut. Fleisch, Butter, zart. So muss er sein. Braucht kein Messer eigentlich. Nee, das fällt auseinander. Ja? Oh ja. Schöner Geschmack. Ich habe das ja trocken gerubbt. Hammer. Sehr schön. Jawohl. Zufrieden, ja? Ja. Kartoffelchen? Ja. Sag mal dazu. Geil. Schön weich. Okay. War ein bisschen länger drauf, aber ja. Vom Geschmack her. Hm. Green Kartoffelgratin. Hm. Super geil. Wunderbar. Klick. Klick. Wir brauchen deine Meinung. Ja. Das Fleisch. Können wir mal Tom anschließen. Mega zart. Also wenn man hier so guckt, kann das Fleisch echt einfach mal so abziehen mit der Gabel. Das ist einfach mega geil. Kartoffelgratin sehr lecker. Und hier mit schön Speck. Okay. Mmh, ein Traum. Sehr gut. Sehr, sehr gutes. Probieren wir doch nochmal. Oh hier, ja, habt ihr recht? Das geht ja von alleine auseinander hier. Mmh. Ich habe hier nur reingepiekt, eben ist das auseinandergebrochen. Hier, guckt euch das an. Oh. Wir probieren nur mal das Fleisch. Mmh. Das ist wirklich geil. Also das ist gut gelungen. Sehr gut. So, Kartoffeln, mein Junge. Mein kleines Sorgenkind, wo ich ein bisschen zu viel Wasser reingekippt habe. Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Aber oh, schmeckt auch geil. Ja, vom Geschmack. Trotzdem schmeckt geil. Passt rein, ne? Ja. Also, wird ein Festschmaus heute. Jetzt werden wir erstmal essen. Bis nachher. Ciao. Cheers. Oh, hier ist noch ein kleines Fazit, Jungs. Mädels. Beim leckeren Captain. Mm. Oh, Captain, mein Captain. Ja, also ich war mit dem Fleisch auf jeden Fall sehr zufrieden. Das war richtig gut. Mit dem Kartoffelgratin nicht so. Hat zwar geil geschmeckt, aber war mir zu flüssig. Ich habe zu viel Wasser reingemacht. Ja, das... Nächstes Mal wissen wir es besser. Und ja. Einfach ein bisschen geduldiger sein. Nicht gleich alles reinkippen am Wasser, was man hat. Auch mal warten, was der Tom sagt. Ja, ja. Ja, ja. Natürlich. Nee. Aber war alles in allem sehr gut. Ne? Hat allen geschmeckt. Ja. War auch sehr zufrieden. Könnt ihr gerne auch mal nachmachen. Wir stellen euch die Rezepte. Werden wir euch wahrscheinlich unten dann. Weiß nicht, Infobox ist das, ne? Ja, Infobox für mich da nicht aus. Ja, Infobox und wir machen jetzt hier gleich nochmal schönes Overlay rein. Was immer du sagst, machen wir das. Wir machen das. So werden wir das machen. Aber das soll ja auch so sein, wir probieren das aus. Wir werden nicht nur das Perfekte zeigen, wir werden auch. Unsere ersten Versuche zeigen. Genau, auch was schief geht, scheißegal. Ja. Dann wisst ihr wenigstens, wie ihr es nicht machen müsst. Genau. Ja, und dann bedanken wir uns eigentlich nur noch. Wofür? Für das Einschalten, bis zum Ende gucken vor allen Dingen. Wenn ihr es überhaupt bis hierhin geschafft habt. Ja, und denkt dran, liken, ne? Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt auf jeden Fall. Ja. Wir bleiben am Ball hier. Wir probiert's. Nächste Woche. Genau. So, haut rein. Ciao.